Worauf freuen Sie sich denn am meisten, wenn der Lockdown in Wien jetzt endlich wieder zu Ende ist? Ich freue mich am meisten, mit meinen Fitnessgruppen endlich wieder im Park zu trainieren. Das ist eine schwierige Frage. Aufs Garten sitzen, im Freien sitzen, etwas trinken, genau, Freunde treffen. Auf das freuen wir uns natürlich. Und wir hoffen, es ist demnächst der Fall, dass das geht. Das Leben geht normal weiter. Das hat sich nichts geändert für Sie? Nein, wir arbeiten voll durch, müssen, bleibt nichts über. Wieder gut essen gehen oder Urlaub fahren? Auf das freut man sich auf alle Fälle. Das ist ganz klar. Ja, ich freue mich am meisten auf meine zwei Enkelkinder, damit ich die wieder mal nach einem halben Jahr sehen kann. Halbes Jahr haben Sie jetzt nicht gesehen? Ja, ein halbes Jahr, ja. Auf was wird man sich schon freuen? Gasthäuser. Auf die Gasthäuser. Genau, dass man wieder was trinken kann und in Ruhe sitzen. Auf die Gasthäuser, wo man wieder reingehen kann. So genau. Und auf die Theater freue ich mich wieder, ganz wichtig. Unsere Freunde zu treffen und wegzufahren. Irgendwo hinzufahren. Werden Sie auch einen Sommerurlaub buchen? Werden Sie wegfahren oder doch in Österreichs? Innerhalb Österreich, also ins Ausland, da sind wir noch sehr vorsichtig, weil wir ja doch schon eher gesetzteren Alters sind, sage ich jetzt nochmal. Aber innerhalb Österreichs haben wir schon vor, dass wir einen Urlaub verbringen. Also jetzt noch sicher noch nicht. Ist noch zu unsicher. Ja. Noch abwarten, wie sich die Lage entwickelt, oder? Vielleicht eher für Herbst dann, ja, Nachsaison. Dann ein bisschen verreisen natürlich. Innerhalb von Österreich. Bin Kärnten, nicht wieder mal gern heim runterfahren. Ja. Österreichisch und meine Tochter möchte ich besuchen in Deutschland. Ja, das ist es. Wie lange haben Sie die jetzt nicht gesehen? Weil Deutschland ist auch mit den Quarantänebestimmungen, das ist ja mitunter sehr schwierig, nicht? Ja, ist sehr schwierig und ich habe sie jetzt fast ein Jahr nicht gesehen. Zwar täglich auf FaceTime, aber sonst nicht. Wie lange, wann waren Sie das letzte Mal gut essen? Im Oktober. Wird zur Zeit. Ja, genau. Naja, Takeaway habe ich schon auch gemacht, aber so richtig gut essen, das ist 1,5 Jahre her. Ja. 1,5 Jahre? Ja, sicher. Es war dazwischen zwar wieder offen, aber... Das heißt, vor allem die Konzerte sind auch so ein Bereich, wo Sie sagen, es geht endlich wieder los. Ja, auf alle Fälle. Also ich habe jetzt gerade gehört, dass ja Klamm abgesagt wird, dieses Rockfestival. Leider, aber es gibt noch einige, die, glaube ich, noch stattfinden. Also das ist natürlich auch etwas, worauf ich mich sehr freue. Wie war denn das? Wie lange haben Sie jetzt nicht trainieren können? Wie war die Situation bis jetzt? Ja, ich durfte schon sehr lange nicht mehr mit Gruppen trainieren. Das letzte Mal habe ich sie trainiert indoor im Herbst. Und outdoor war überhaupt nicht möglich wegen des Winters. Aber jetzt, wo die Sonne scheint, freue ich mich am meisten, draußen mit ihnen zu trainieren. Man sieht schon, sie strahlen mit der Sonne ein bisschen um die Wette. Wo kann man mit ihnen trainieren? Wo ist das möglich? Im Schweizer Garten und im Stadtpark trainiere ich mit Gruppen. Das heißt, da muss man sich, kommt man zu ihnen und sagt, da würde ich gerne mitmachen sozusagen. Ja, richtig, da meldet man sich einfach an. Ganz allgemein, der Sport ist jetzt auch ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten Wochen und Monaten. Wie ist denn das, glauben Sie, ganz allgemein für die Leute, wenn die jetzt doch ziemlich bewegungsfaul auch geworden sind? Ja, es sind viele Leute ein bisschen faul geworden, beziehungsweise ein bisschen müde geworden und haben ein bisschen zugenommen. Also ich glaube, es ist jetzt wirklich genau der richtige Zeitpunkt, um nochmal vor dem Sommer ein bisschen abzuspecken oder vielleicht aufzubauen, ganz wie man möchte, ja, für alle Gesundheit zu tanken. Abgesehen vom Sport, freuen Sie sich auch, dass die Lokale wieder aufmachen, dass man gut essen kann, vielleicht auch gesund essen kann? Natürlich, also gesundes Essen gehört ja wirklich dazu.